Jetzt sind wir in der Werkstatt und Christoph ist so nett und verpresst mal eine Welle für uns und hat die gerade fertig gemacht und jetzt werden wir mal uns anschauen, wie die aus der Presse kommt. Kurbelwellen richten, das ist so ein Thema für sich. Ich habe das mal probiert, ich habe es dann auch wieder bleiben lassen, weil das geht gar nicht. Also ich kann es nicht, da brauchst du echt Power für. So, Welle fertig. Komm, kannst du ein kleines Stück näher kommen hier. So. Jetzt haben wir irgendwo einen Lumpen, Moment. Hier handelt es sich jetzt um eine Welle für ein Quadrini-Gehäuse. Das ist eine Spezialanfertigung, eine von 12. Und zwar für einen Kunden, der den BFA Kingwelle 244 Smallframe-Zylinder gekauft hat. Hier haben wir einmal, das ist neu, als Ritzelaufnahme für die Smallframe eine Torx-Verbindung. Das ist die beste Verbindung, die es gibt. Wikipedia macht es möglich, das nachzulesen. Jedes gängige Ritzel, was der Kunde derzeit verwendet, kann zu uns geschickt werden, wenn er so einen Torx an seiner Kingwelle hat. Und wir werden mittels einer Drahtschneidemaschine sein Ritzel anpassen auf diese Verbindung für einen entspannten Preis, würde ich mal sagen. Ja. Was ist hier speziell? Der Kunde will eine schwere Kurbelwelle. Schwer. Vollwanne, klar, offensichtlich. Und einen Wuchtfaktor von 62%. Jetzt ist so, den Wuchtfaktor mit 62% kann ich erzeugen, indem ich hier Wolfram einpresse, hier, also drei große 25er. Und auf der anderen Seite noch ein viertes Wolframgewicht hier. Hier müsste ich dann Edelstahl, also ein Füllgewicht ohne höhere Dichte, und hier ein Füllgewicht einpressen. Und dann könnte man sich Geld sparen, indem man die Bohrungen freilässt hier, die oberen. Dann hat man 62% Wuchtfaktor. Kunde will aber maximales Gewicht. Das heißt, ich presse statt 5, 6 25er Wolfram ein. Dann geht der Wuchtfaktor hoch auf 80%. Und dann hole ich den Wuchtfaktor wieder runter mit Wolfram über der Mittellinie der Welle. Das macht man eigentlich nicht. Wegen Geld. Ja? Das sind das Kosten. Press hier nochmal viermal Wolfram ein und hol den von über 80% den Wuchtfaktor wieder zurück auf 62, 63. Und so habe ich halt 2,9 Kilo. Und die Laufruhe reduziert sich oder verbessert sich natürlich enorm. Ja. Davon haben wir jetzt einige Wellen gemacht, ja. Und die wird jetzt natürlich... Warte mal ganz kurz. Ja, ich würde gerne über dieses Thema nochmal sprechen. Und über euren Bolzen hier, über den Pleubolzen. Was ist da so unterschiedlich dran? Was macht euch da aus? Damit die Menschen verstehen, was euren unteren Pleuelzapfen ausmacht, was ihn quasi den anderen Produkten oder zu den anderen Produkten unterscheidet. Ich weiß jetzt, auf was du hinaus willst. Ja, das hier. Auf das hier oben will ich hinaus. Ja, bei dieser Wellenvariante für Quadrini-Gehäuse, Smallframe, wenden wir diese Methode nicht an, weil wir so viel... Weil wir so viel Einpresstiefe haben bei den Wangen, weil die Wellen so breit sind, dass die verdrehsicher genug ist, ohne etwas Spezielles hinzuzufügen. Bei der PX-Kurbelwelle, die haben wir jetzt leider nicht hier, die liegen drüben bei meinem Bruder im Lager. Jeder Hubzapfen hat eine Phase. Hier, das ist ein neuer Hubzapfen. Jeder Hubzapfen hat eine Phase. So, in der Regel lässt bis auf Kingwelle, mir ist kein anderer bekannt, die Wellenhersteller die Phase in der Wanne. Sind die Phasen immer gleich oder sind die mal mehr? Unterschiedlich. Mal 1,5 mm. Ah, doch. Mal nur 1 mm. Schon mal unterschiedlich. Warum macht man den dran? Damit sie besser reinflutschen. Ja, damit es kein Grat beim Verpressen aufschiebt. Man hat da oft mal 700-800 Pressmaß, wo der Bolzen zu groß ist für die Bohrung, damit es dann die Verdrehsicherheit generiert. Da brauchst du natürlich eine Phase und die Phase am besten nur poliert. Ja. Bei der PX haben wir so wenig Einpresstiefe und fahren trotzdem 260 Kubik. Eine PX-Einpresstiefe ist geringer als eine Simpson-Kurbelwelle 50 Kubik. Echt? Ja, also Simpson hat mehr Einpresstiefe als PX. Okay. Das heißt, sie kann nicht halten. Ja. Ja. Muss alle Register ziehen. Ja. Also, wenn man nur 11 mm Einpresstiefe hat bei PX, presst man natürlich die Phase vom Bolzen raus. Wir machen den Bolzen von Grund auf breiter, damit wir die Phase wieder rauspressen können. Das heißt, wir haben 100% der Einpresstiefe genutzt. Und im Nachhinein, wenn die Welle fertig ausgerichtet ist, schleifen wir auf einer Werkzeugschleifmaschine, die wir uns extra kaufen mussten, diesen Überstand wieder weg.
damit er nirgendwo ansteht. Das heißt, du hast im Grunde da, wo vorher eine Phase war und das obere Material überstand, genau. Den hast du jetzt eliminiert, indem du die Phase rauspresst und dann... Aus der Welle rauspressen, dann abschleifen. Macht keiner. Ja, was eine Arbeit. Ja, aber es muss erhalten. Ne? Ja, ich hab das nämlich gefühlt, das ist so glatt, das ist unfassbar. Man sieht auch bei den PX-Wellen immer die Schleifspuren von der Diamantschleifscheibe, ja, mit der wir hier vorbeifahren. Das ist ein längerer Prozess, aber notwendig. So können wir halt das Beste rausholen. Ja, sensationell. Und die ist jetzt im Grunde so, wie du sie aus der Presse holst, und dann gehst du damit jetzt an Wuchtbock. Ja, leider klappt es. Also ich habe zwar eine super Vorrichtung mit Buchsen und allem Möglichen, ja, wahnsinnig gut geführt, aber trotzdem muss man nach der Presse die Welle nur ausrichten, dass sie unter 100 oder unter 200 Rundlaufgenauigkeit hat. Ja, das ist, wie gesagt, jeder, der das mal selber probiert hat, eine Kurbelwelle zu richten, das kann dauern. Ja. Es gibt böse Wellen, die muss man gern mal, nachdem man eine halbe Stunde probiert hat, einfach zur Seite legen. Ich weiß nicht, warum das was hilft, aber einfach nach einer halben Stunde Misserfolg lege ich sie auf die Seite, komme am nächsten Tag und dann klappt es nach 10 Minuten. Ja. Ich weiß nicht, warum das so ist. Es funktioniert aber mit dem Beiseite legen. Ja. Vielleicht liegt es an den blanken Nerven, die man an dem Tag hatte. Ja. jetzt schauen wir mal, was die Welle für einen Ausschlag hat. Also es wird bestimmt ein Zehntel sein. Na komm, gucken wir mal. Ich bin gespannt. Das ist mein Arbeitsplatz in der King-Wellen-Kette. Ja. Das ist auch der King-Wellen-Kette. Ne? Das hört sich an wie so eine Supermarktkette. Ja, ich meine, Michael kriegt der bereitet die Materialien vorbestellt. Sie schaut für den Lagerbestand, dass immer alles vorhanden ist. Hat die Kundenanfragen, alles. Habe ich auch, aber vermehrt er. Jeder hat sein Aufgabengebiet. Genau. Leg mal los, was hast du? Jetzt haben wir schon mal auf der linken Seite, auf der Kulu-Seite, wo der Torx ist, haben wir 900 und auf der rechten Seite 8, 9, 10, 1100. Okay. Ja. So. Das kann jetzt dauern, ja, warte, wir gucken mal einen Moment zu, aber es geht ja schon los. Okay. Ach so. Warte kurz. Okay, rechts müssen wir noch. Warte mal ganz kurz, warte mal. Das muss man verstehen. Das ist, du haust da drauf, als gäbe es kein Morgen mehr. Das muss so, ne? Das muss so sein. Ich schlage nicht aufs Lager oder aufs Müll. Nein, aber das muss man. Wer das noch nie gesehen hat, der kriegt jetzt Angst. Ne? Das muss man einfach an der Stelle sagen. Wer das noch nie gesehen hat, wie eine Kurbelwelle gerichtet wird, der kriegt jetzt Angst und sagt: Alter, du kannst doch nicht auf. Mit der. Aber das ist halt ein Kupferhammer, ne? Der tut dem Produkt, als sollte es nicht weh. Nein, keine Macken und nichts, keine Spuren hinterlässt der Kupferhammer. Wir haben jetzt hier einen Vorteil, und zwar, das ist eine Kingwelle für Quadrini-Gehäuse. Ja. Die hat eine sehr hohe Einpresstiefe, ja, und die hält sehr gut, ja, was die Verdrehung angeht. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so gut, dass die Kunden sehen, dass ich mit so einer Wucht draufhauen muss, um dort ein Hundertstel zu verdrehen. Ja, aber wichtig wäre es eigentlich, dass die Kunden sehen, wie wenig Kraft man braucht für eine PX-Welle. Ja gut, haben wir leider nicht da. Dann nehme ich die Hälfte oder ein Drittel Kraft, Schlagkraft von jetzt, um die Welle schon verdrehen zu können. Mhm. Das bedeutet, passt auf beim Einbau, klopft nicht drauf rum, verdreht nichts, nimmt Einziehwerkzeug, heiß, kalt, alles Mögliche. Keine es verdreht sich so schnell. Das ist eine Quadrini-Welle. Ja. Die hält, das weiß auch jeder. Ja. Mhm. Gut. Sagen wir jetzt, rechts sind wir runter auf 7. Links auf 6, ja, da müssen wir noch ein bisschen spielen. Ich glaube, es dauert noch ein wenig. Bestimmt 10 Minuten, spart euch den Akku. 2000 Jahre später. Also gefühlte Stunden später, das waren jetzt vielleicht 5, 7 Minuten oder so, sind wir jetzt, glaube ich, kurz davor. Also guck mal. Also jetzt sind wir so weit. Da bewegt sich auch gar nichts mehr. Ja. Wir haben jetzt hier, also ein Strich bedeutet ja ein Hundertstel Millimeter, also 0,01. Jetzt haben wir hier, also wer sich mit den Messuhren beschäftigt, der kann auch zwischen den Strichen lesen. Ich habe jetzt auf der linken Seite 1000 und auf der rechten Seite. Also 0,0001. Ja, genau. Ach du Scheiße. Genau.
Ja gut, okay, jetzt mal ganz ehrlich, aber machst du jetzt noch was? Machst du jetzt noch was? Ich könnte jetzt noch was machen für meinen Geilheitsfaktor, aber ganz ehrlich, es ist unter 300stel, sagt man, ist okay, wir halten uns unter 100stel, was ja auch okay ist, und wenn es auf Anhieb gleich perfekt ist, dann lassen wir es. Ich habe Wellen ausgepackt, PX-Wellen, aus dem Karton, aus Italien, von einem Hersteller, die waren so unrund, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Mhm. Wenn du das nicht überprüfst und du baust so eine Welle ein, dann bist du schon vergraten und verkauft. Mhm. Also wer so eine Messuhr hat, sollte seine Welle schon mal kontrollieren. Aber das ist natürlich nicht. Und by the way, du hast mir ein Video geschickt von meiner Welle nach dem Richten. Mhm. Ich habe die aus der Verpackung genommen, habe die aufgespannt, habe die gemessen. Zero. Ja, mega. Tatsächlich mega. Genau. Ja. Ja. Ja, sehr geil. Die wäre fertig. Wie lange ist es jetzt gebraucht? 7, 8 Minuten irgendwas, ja, so? Das ging jetzt relativ gut. Normal hat man einen Vorführeffekt, das war in dem Fall eher der positive Effekt. Ja. Ich habe auch gedacht, der Akku reicht nicht aus. Gut, ja. Also hier wird dann am Schluss im Grunde alles fertig gemacht und dann bringst du den Kram wieder rüber. Genau. Also bei der Welle muss ich ja jetzt nichts mehr nachmachen. Ja. Normal haben wir viel PX-Wellen hier noch rumstehen, die haben wir alle weggearbeitet. Ja. Und normal müsste ich jetzt nach dem ersten Ausrichten zur Schleifmaschine rüber in die Scheune. Ja. Die will ich hier nicht haben wegen dem Dreck. Ja. Und dann kommt sie wieder rüber zum Nachrichten und dann kommt sie zum Mittag. Ach, dann nochmal Nachrichten? Ja, kontrollieren. Ja. Wie lange braucht eine, also wenn du das jetzt zeitlich zusammenfasst, wie lange hast du an einer Welle an Zeit, an Stunden, bis du sie raus hast? Produktion, Richten, Verschicken, 6, 8 Stunden pro Welle? Gibt's da Zeit? Habt ihr das mal gemessen? Ich könnte es dir nicht sagen. Okay. Okay. Ich denke, ich habe eine Stunde. Hier, also sie kommt im Karton rüber, zerlegt, vom Kunden spezifiziert. Und dann habe ich eine Stunde. Ich muss erst die Härteschicht quasi leppen und glätten, dass sie weg ist. Alles messen, festhalten, ob die Fertigung auch alles eingehalten hat. Nicht, dass der Kunde am Ende dann das reklamieren kann. Und ja. Dann baust du zusammen, dann richtest du aus und dann geht's rüber. Und dann braucht die drüben auf der Maschine auch nochmal was? 10 Minuten? Ja, das dauert auch sicher 10 Minuten. Ja. Dann wieder ausrichten und dann geht sie wieder rüber. Ja, dann ist das aber so ein Produkt, was mit Sicherheit einen Durchlauf in der Firma hat von 6, 8 Stunden bis eine Welle fertig ist. Könnt ihr mir vorstellen. Oder noch länger sogar. Ja, es geht ja um den Wärmebehandlungsprozess mehr. Ja. Fertigen die Wellen ja nicht aus dem Vollen direkt fertig gedreht, sondern wir drehen sie vor bis auf den letzten Millimeter, Fertigmillimeter. Mhm. Dann kommt es zum Wärmebehandeln, 100 Kilometer weit weg, dann wieder zurück zum Fertigdrehen. Ja. Nach dem zweiten Drehen wird sie dann gefräst und dann wird sie wieder weggeschickt zum Härten. Kommt sie wieder zurück, dann holen wir seine Fertigung ab zu uns. Ich habe mit den 6 Stunden heute. Also, ja, vergiss es. Ja, ich weiß es nicht genau, aber es ist schon Arbeit. Also, okay. Also es ist kein durchlaufender Schnelldreher. Nein. Ja, das ist gut. Ja. Was soll ich sagen? Wir gucken uns jetzt, aber das wird in einem anderen Video nochmal separat besprochen werden. Wir gucken uns jetzt nochmal ein bisschen was zum Thema Small Frame bei euch an. Hier an der Stelle sind wir mit den PX-Wellen und so weiter mit dem Video soweit durch. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und konntet ein bisschen Einblick gewinnen, warum, wieso Kingwelle ist, wie Kingwelle ist und warum die Wellen so viel kosten. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuschaut und vielleicht ein Abo da lasst. Und würde sagen, bleibt anständig und fromm. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.